Moin Leute und ein recht herzliches Willkommen ja, zu einer weiteren Folge Transimulator Classic auf der Strecke Inselbahn Stralsund Sassnitz mit mir, den Schütz. Ja, wir stehen jetzt hier in Stralsunder Bahnhof. Hier die Fahrdienstleitung an 13.11, bitte kommen. 13.11 hört. Jetzt fährst du ganz klassisch wie früher mit deiner Doppelstockgarnitur nach Sassnitz, geschoben mit der guten alten 143. In Lito besteht direkter Anschluss zum Regionalexpress nach Binz. Gute Fahrt. Alles klar, vielen Dank. Ja, eine wunderschöne Einweisung haben wir mal wieder bekommen. Genau. So, genau. Wir fahren heute eine Regionalbahn als, ja, RE9 aus, da kommen aus Rostock nach Sassnitz weiter, über Stralsund, also sprich, wir fahren jetzt von Stralsund nach Sassnitz. Glaube mit 11 Halten an der Zahl, genau. Genau, dieses Szenario ist von 3D-Zug. Sprich, auch wieder, wie ihr schon gehört habt, haben wir auch wieder wunderschöne Fahrdienstleiteransagen, aber auch Zug. Ansagen, sprich Bahnhofsansagen und so weiter und so fort. Genau, wir fahren ja mit der Baureihe 722-6 oder 7 oder irgendwie so. Keine Ahnung, ich bin mir ganz sicher bei den Dostos. Wir fahren mit dem Dosto Steuerwagen, Dreiergarnitur, vorne zwei zweite Klasse Bereiche und hinten ist ein zweite Klasse und ein erste Klasse Bereich. Und hinten dran ist die wunderschöne Baureihe 143. Und 17. Genau. Dann haben wir mal schon hoch. Soweit ist auch schon alles aufgerüstet. Dann hier immer Abstand aus. Oh, schön. Gute Fahrt nach Rostock, Kollege. So. Genau, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt hier wieder rein. Soweit ist jetzt alles aufgerüstet. Ich werde das Hörschanzlicht nochmal ausmachen. Das brauche ich nicht, das ist ja schon hell genug. Genau, so sind wir schon abfahrtbereit. SIFA, BZB hat heute schon eingeschaltet. Die AFB habe ich auch schon auf 40 gestellt. Nicht wundern, die müssen wir hier separat einstellen. Sonst klappt es ja eigentlich mit der Tastenbelegung Y und C. Funktioniert hier aber heute nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, an der Baureihe 143 hinten dran ist, weil die ja kein keine eingebaute AFB hat. So, jetzt fahren wir erstmal ab. Ausfahrt ist jetzt erstmal mit 40. Das erstmal hier aus dem wunderschönen Bahnhof Stralsund raus hier. Und jetzt geht's nach Stralsund Rügendamm, beziehungsweise unsere nächste Station ist Stralsund Rügendamm. Wir erschrecken nur mal ganz kurz. Mikrofon zu richten. So. Auf grün. Perfekt. Ja, dann los geht's. Genau. Strecke ist von TTG, Aufgabe ist von 3D-Zug. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung, braucht dazu das Hauptspiel, die Strecke. Verehrte Fahrgäste, wir begrüßen alle in Stralsund Hauptbahnhof Zugestiegenen im Regionalexpress von Rostock nach Sassnitz. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze Stralsund-Rügendamm. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Und wir brauchen natürlich das Aufgabenpaket. Muss ich dann nur aussuchen und dann packe ich euch alles dann unten in die Videobeschreibung. Die ganzen Links, wo ihr euch dann die ganzen Spiele kaufen müsstet. Wenn ihr wollt. Sagen wir es mal so. So, Probewaffen ist mittlerweile auch raus, ist von alleine ausgegangen. Kann man laufen lassen oder sich frühzeitig rausbestätigen. Das ist egal. In dem Fall war das jetzt so, dass die Lena eben halt ausgegangen ist. Da vorne sind ja auch 90. Die AFB ja schon mal auf 90 stellen. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Stralsund-Rügendamm.
Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Also die Ansagen sind ja echt schön geworden, muss ich echt sagen. Also die gefallen mir echt gut, ja, auf der Strecke. So, nicht die typischen RE-Ansagen. Genau, so. So, wir sagen, schwenken wir jetzt einfach mal auf die 60-90. Auf der linken Seite, also Richtung Sassnitz, also sprich Richtung Bergen, Sassnitz. Genau. Das sind ungefähr 60 Kilometer Fahrstrecke bis nach Sassnitz. Ist jetzt ziemlich cool. Fahren wir es mal drüber. Aber gleich alle mal dazu, aber wohl mal hat. Höchstgeschwindigkeit. Die Strecke ist mal ausgelastet. Strecken haben schon ausgelassen für 160 Gramm. Oder 80 Gramm. Ja, Wagen haben schon ausgeschaltet. Die Wagen haben bei D-Zug auf der Wagen. Ich glaube, das braucht ihr auch, aber da müsst ihr mal gucken, was steht dann alles auf der Seite von D-Zug. Ich habe euch eine Klasse dann zusätzlich alles gebaut. Aber die meisten haben das ja alles. Wenn nicht, kann ich euch auch diesen Kaufen empfehlen. Das ist schön, da ist die 185 dabei. Zwar nur als, also könnt ihr zwar nicht fahren. Das ist halt nur ein E-Block, aber mit schönem Sound und schön vielen verschiedenen Unterlagen. Über 30 Stück sind dabei mit überarbeiteten Sound und allem drum und dran. Also ist schon nicht schlecht. Meiner Meinung nach. So. Einmal schön eine Hardware hier. Siefer nochmal drücken und dann haben wir es geschafft. So. Jetzt hier gedrückt, Z gedrückt. Aus Versehen die Lok ausgemacht. Das passiert manchmal, wenn man die falsche Taste drückt. Oh, jetzt ist wieder, das macht sie wieder Geräusche. Sehr schön. So. Das sieht ja gut aus. So, und dann würde ich sagen, geht's weiter. Und zwar geht es jetzt über den Rügendamm. Da dürfen wir jetzt 180 lang fahren. Und, 80. Dann können wir die AFB 80 stellen. Und dann nochmal weiter jetzt. So. Also, das ist jetzt ausgelegt für 160 km/h. Ich weiß aber nicht, wie schnell die Lok der Baureihe 143 fahren darf, die hinten dran ist, das weiß ich nicht. So, jetzt mal schöner Rügendamm, willkommen auf der Insel Rügen. Wunderschön. Wunderschön. Ah, schön, 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 schön. Schöne Strecke. So, wir wollen 190 fahren, dann können wir die AFB wieder 90 stellen. Und dann geht es erstmal eingleisig, jetzt mal weiter. Schön. Sehr schön. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Alte Fähr. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Das
rechte Seite. Wir sind zwar gebremsen von der 143 hinten, aber man muss es ja jetzt nicht übertreiben. So, für den Kurzzug, dann können wir auch beim Kurzzug H-Tafel halten. So. Genau, Kurzzug. Ja, passt das. Das passt. Wir sind ja 160 Meter lang nur. Müsste eigentlich passen. Wir können es ja mal überprüfen. Aber, das passt auch normale Türen, alle auf, schön. Fahrgastinformationen. Oh, die funktionieren sogar. Sehr schön. Aber auch schöne Warnhöfe hier. Ich weiß nicht, ob die jetzt in Realität genauso aussehen. Ich war hier offensichtlich nie auf der Strecke hier. Also tut mir leid, kann ich euch nicht dazu sagen. Aber wenn ja einer hier schon mal war, da kann das ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Bahnhöfe genauso aussehen, beziehungsweise die Strecke kennt oder irgendwie so. Aber mir ist es ja mittlerweile so, dass ja ab und zu mal ein paar Lokführer die Trails-Autobus ja, anschaltet und schreibe manchmal ein paar nette Kommentare, beziehungsweise schreibe ich über Instagram an. Das könnt ihr auch weiterhin sehr gerne machen. Wie gesagt, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Ja, das motiviert mich dann auch weiter. Und ja, man schaut sich hier oben so scheiße in Videos, aber ich bin ja jetzt auch kein absoluter Profi, muss ich aber dazu sagen. Ja, aber man lernt eben halt auch unwahrscheinlich viel Neues dazu. Eben halt. Das ist das Schöne eben halt. So, dann geht's es weiter. Na, junge Frau, da hinten war ganz schön nicht dran hier. Junge Frau, so. Ausfahrt die 90, sehr schön. Dann geht es ja auch weiter. Nach Rahmen. Ach ja, so. Wir haben natürlich am 13.05. kurz vor 9. Ach, das ist schon ausgestrahlt. Stimmt. Ein Video gesehen, das am Sonntag um ihn kam. Lass mich lügen, es müsste am 14. gewesen sein. Genau. Jawohl. Entschuldigung. Genau. Und zwar gab es ja dann ein Ankündigungsvideo. Einmal auf meinem Kanal und einmal bei Benny auf seinem Kanal. Man hat vielleicht schon eine Ahnung dazu. Und zwar gibt es jetzt Eifenken nicht mehr, sondern es gibt ein Deko. Diesen Kanal zusammen weiterzuführen. Der Grund dafür ist gewesen. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Rambin-Rügen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Der Grund dafür ist, wenn wir sowieso
ich sag's jetzt mal so, 99% der ganzen Livestreams sowieso nur zusammen machen und auch die ganzen YouTube-Videos auch über ihren Teil immer zusammen sind. Da haben wir uns gesagt, wir nicht zusammen können, wir machen, was wir jetzt auch, jetzt auch machen. Seit dieser Woche im Internet, ne? Deswegen war ja auch der Angebotation viel anders als damals. Genau, ja. Aktuell kann ich noch nicht fragen, ob es irgendwelche Kredit gibt. Kredit gibt so zu diesem Thema. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es uns auch relativ egal ist. Wir wollen das einfach so machen. Und wir finden das dann zukünftig besser. Ich finde es auch besser, zwecks der Ausbildung rein. Für mich jetzt persönlich. So spare ich mir auch hinterher ein bisschen Zeit hinter die Aufgaben. Ja, gut, eben halt durch zwei Leuten verteilen kann, eben halt, und dadurch auch eben halt viel mehr Möglichkeiten für diesen Kanal haben. Und ja, dass wir das auch zukünftig so haben. 155 entgegen, im lauten Güterzug. Ein bisschen laut und lang. Genau. So, zumindest braucht ihr euch keine Angst, braucht ihr keine Angst haben. Die Minecraft-Projekt, das Minecraft-Projekt und das Alice-Projekt wird es weiterhin geben, nur noch auf diesem Kanal. Und zwar will ich jetzt mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und zwar wird das Minecraft-Projekt so aussehen, dass es zwei Videos von meiner Ansicht her gibt die Woche und zwei von Benny seiner Ansicht her die Woche gibt. Genau. Sprich, es kommen weiterhin vier Videos die Woche vom Minecraft-Projekt auf diesem Kanal. Ich tue zum Beispiel Montag hochladen. Benny tut dafür am Mittwoch das Minecraft-Video hochladen. Ich tue dann wiederum am Freitag erst hochladen und Benny ist dann wieder am Sonntag dran. Beim Alice-Projekt sieht das ein ganz kleines bisschen anders aus. Und zwar kommen da sechs Videos die Woche. Einmal am Dienstag um 17 Uhr aus meiner Ansicht. Und um 18 Uhr fährt Benny seine Ansicht, also von Bennys Hof, weil wir ja zwei Höfe haben und genau. Und so sieht das dann auch am Donnerstag aus und auch am Samstag aus. Genau. Dann gibt es zwei Videos, die ich produziere und die ich hochlade. Das, also wo ich jetzt alleine aufnehme, jetzt wie Transmonator. Das wird überwiegend Teil Transamerator und TSW2 geben, weil eben halt die Transamerator und TSW2 Community eben auf dem Kanal sehr hoch ist eben halt und ich das auch sehr, sehr gerne weiterhin zeigen möchte eben halt, weil es mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß macht eben halt. Ne? Also das wären so meine zwei Videos, die immer auf diesen Kanal kommen. Genau, und dann wird auch Benny noch zwei zusätzliche Videos, die er alleine aufnimmt, auch auf diesem Kanal hochladen. Genau, ich glaube, ein Video davon wird jetzt, glaube ich, draußen sein, damit ich alles täusche, aber ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ist vielleicht das Video auch schon oben oder kommt noch hoch im Laufe der Woche. Ich weiß ja noch nicht, wann ich dieses Video hochlade. Genau. Ja, und dann gibt es auch Videos, die jetzt zum Beispiel das Eurotruck-Video, wo wir jetzt beide zusammenfahren und halt, was dann auch wieder zusätzlich hochkommt. Also so sieht das dann ungefähr aus im Trend. Aber auch weiterhin Unboxing-Videos kommen auch eben auf diesen Kanal. Der Benny kann auch sehr gerne auch tolle Videos auf diesem Kanal hochladen. Das ist alles ja kein Hit im Trend. Ne? Also, es wird sehr viel Abwechslung erstmal auf diesen Kanal kommen, aber das wollen wir auch so, weil wir wissen wollen eben halt, okay, in welche Richtung wollen wir überhaupt gehen. Einfach aktuell haben wir einfach Spaß daran, eben halt viele verschiedene Videos hochzuladen und es ist weiter darauf für jeden, was dabei hängt. Ne? Die Leistungen sehen bleiben so, wie sie nutzen im Trend. Ne? Bleiben so. Also, können wir regelmäßig
Leichen geben, mal mehr, mal weniger, aber die Woche kommen wenigstens zwei oder drei Leichen auf alle Fälle. Manchmal tun wir auch täglich schwimmen, aber das kommt jetzt auch wirklich drauf an, wie wir Zeit haben, wie viel Lust wir haben. Ja, das ist erstmal ein bisschen zum Thema. Könnt ihr uns jetzt mal ganz gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee findet oder diese Idee, unser Plan. Ob ihr euch gefreut, ob ihr das so scheiße findet. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Samtens. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Genau, das könnt ihr uns dann mal ganz gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich also sehr gespannt. Tatsächlich auch sehr gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Also, kein Problem. So. Mal schon die Hälfte durch fast. Also, ey, furchtbar. Es geht hier also Vollzeit wieder los. Boah, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Starke Wandlung. Das war eine starke Wandlung. Aber es ist doch akzeptabel. Aber auch gesagt, unser Baum. Aber wenn hier nur Dostos unterwegs ist, ich weiß nicht, was heutzutage hier fährt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es fahren auch heutzutage immer noch die Dostos. Ne? Sind relativ kurz gehalten und haben sehr viel Passagier, also könnte sehr große Passagieranzahl befördern. Ist natürlich praktisch eben heute. So. Schließe Kreuzstein. Mein Weg des Nahverkehrs in Schleswig-Holstein steht auf. Aha. So. Oh, diese Schranken, die nerven manchmal. Der Zaun. Oh, furchtbar. Furchtbar manchmal. Wirklich schlimm. Das ist doch mal. Das ist doch schön. Scheiße, und das Netz, weil auf einmal, also dann einmal die Baureihe 120 mitgeliefert aus den Intercities. Allerdings ist dabei kein tatsächlich steuerbar, beziehungsweise kein fahrbarer tatsächlich steuerbar. Dann einmal die Baureihe 150 mitgeliefert, also als wieder super Pilot mitgeliefert. Ich glaube, die Baureihe 294. Und die Baureihe 153 plus den Ostens.
paar schlechten Bestecken und Schwänzen da gekauft. Für einen höheren Preis. Aber auch das ist für uns interessant. Wir machen auch solche Videos. Wer ist was für mich? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Durch erst Frühstück und dann machen wir jetzt nicht mehr mit. Aber so ist es. So ist es. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Teschenhagen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Wir machen Winterurlaub und dann ist es schwierig. Da muss ich zu Hause sitzen im Warmen und ja, Skifahren ist ohne schwierig. Das ist jetzt nichts Besonderes. Naja. Das ist lieber zu Hause vor meinem PC. Aber gut, wenn es die letzten 3 Jahre nicht mehr möglich ist, das ist doch ein Jahr. Ich halt wieder meist in Hamburg, Berlin oder Schweden. Bismarck oder so, die Ebene. Das habe ich da noch viel Urlaub gemacht. Aber es ist auch heute alles wohl nicht mehr. Ich muss nicht mehr vorbeiziehen. Da fehlt mir zumindest momentan einfach so die Lust dazu. Sag mal so. So. Teschenhagen. Station, schöner Stationsname. So. Und vorrein hier. Und dann habe ich hier eine Haartafel. Ein bisschen verbremst. So. Genau, die nächste Station ist ja dann auch schon ja, Bergen und Rügen. Da kommt Mizo. Dann Sagra. Da gerade lang kennen und dann wird schon Sassnitz. Naja, vielleicht ist es ja nicht mehr. Vielleicht ist es ja nicht mehr. In den Bergen auf Rügen, da steht auch der Anschluss an ja, Fernzüge. Genau so. Sehr schön. Dann wir mal offen. Sehr kurz gehaltener Bahnsteig hier. Junge Dame, steigen Sie bitte jetzt ein. Türen schließen gleich. Sehr schön. Türen schließen. Manfred schafft es nicht mehr an den Zug. So. Gut. Und dann ist Abfahrt. Da war Manfred zu langsam, Alter. So. Und dann geht's weiter. Thank you.
angehen auf der Eisenbahn. Das ist ja nur diese eine Strecke hier von den Stralsund bis nach Sassnitz. Gibt es ja noch Abstrecken nach woanders hin? Aber ich weiß es gar nicht, da muss ich vielleicht. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Bergen auf Rügen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ich würde sagen können, dass Anschluss besteht zum Frankfurt. E halten. Beziehungsweise da vorne auf der rechten Seite eine Harthabe. Keine Ahnung, wie hier so die Züge halten, ja. Wie das hier vorgesehen ist. So. Sehr schön. So. Also andere Harthabe habe ich ja nicht gesehen. Kurzzug oder so. Habe ich nicht gesehen. So. Übrigens, das Lager geht 50 Minuten gehen. Ja, hier schlafen wir schon mal. Da könnt ihr hin und ich wollte jetzt mal kurz gucken. Genau, wir sind jetzt hier Bergen auf Rügen und jetzt müsste es hier eigentlich gleich da noch abzweigen. Genau, einmal hier. Einmal Richtung Sassnitz. Genau. Oben ist ja Sassnitz. Genau. Also der Haltepunkt, so ein Sassnitz-Güterbahnhof. Wo geht es hier unten hin? Wahrscheinlich nur noch Bergen, ne? Ach ne, ist Ostseebad-Binz. Ah, stimmt. Genau, Abstreik nach Ostseebad-Binz. Aha, so war das, genau. So. Okidoki. Okidoki. So. Das sieht aus. Jetzt steigen wir ein. Das hat man so geschafft. Und dann steigen wir auch ein. Dann sie lösen und dann geht es los. Diese Station ist dann nicht zu. So. Ich bin gespannt, ob wir gleich schneller fahren dürfen als 100, als nur 90. Jetzt durften wir noch nicht schneller fahren. Bis jetzt. Ich bin vielleicht mal gespannt.
Ding ist gar nicht. Schön. Gefällt. Jetzt bin ich müde. Aber ein bisschen legen kommt, weil es nach der Aufnahme wieder komplett gebaut ist. In all die Jahre bekommen. Den Rasen besser machen wir viele, aber ich mache das nicht. Ja, ich habe ein bisschen auch noch ein bisschen kosten. Unvorstellbar einfach nur. Und Daten kriegt ja 2000 Quadratmeter und schon relativ große Fläche zu nehmen. Ne? Steht da mit dem großen Seitenhaus, aber da wird er mit bald im nächsten Jahr machen wir das. Da mal abwarten. Ordentlich was zu tun. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Lietzow-Rüden. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Meine Damen und Herren, in Lietzow besteht Anschluss zum Regionalexpress nach Ostsee Bad Binz über Prora und Prora Ost am Bahnsteig gegenüber. Planmäßige Abfahrtszeit ist 14.43 Uhr.
Aha. Stimmt, hier war ja auch nochmal hier so eine Dammbrücke oder Brücke oder Damm. Genau. Komme ich hiermit nicht aus. Zum Bauwerk noch auf uns oder auf mich besser gesagt. So. Sehr schön, sind wir auch pünktlich. Wenn die Fahrgäste hier ganz entspannt hier umsteigen. Schön hier fahren. Wunderschön. So, schön angehalten haben wir. Perfekt. Sehr schön. Ach, sieht doch schön aus. Da steht auch Ostsee-Buttons drauf. Schön. Ach, das ist auch RE9. Okay, ich dachte, das hat eine andere RE-Nummer. Machen wir es mal RE9. Naja, gut. So. Machen wir sie Regen hier oder sehr kurzer Bahnsteig hier. So, können wir die Abwehr schon mal auf 50 stellen. So, bei der Arbeiterfahrt in 150 Metern mit 50, dann passiert auch nichts. So, und schon sieht alles gut aus. So, und dann abfahren. Und eine Bewachung drin. Aber können wir uns raus befreien, das ist sehr schön. Können wir wenigstens gleich dann mit den 50 weiterfahren. Nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist es auch. Genau, und wir fahren durch geradeaus weiter und dann nach die rechte Spur geht es dann weiter nach Ostsee-Badwitz. Muss zumindest so sein. Richtig geschätzt. Sehr schön. Richtig beschleunigen. So. Shit. Wo schleichen wir jetzt hier die Kuchen und Kantchen? Das ist ja schön. Und in Ansicht. Ah, in Ansicht.
Däumchen. Auf der Strecke waren wir ja auch schon mal unterwegs. Das war einer der ersten Trip-Videos. Da waren wir ja 155 Jahre unterwegs auf der Strecke. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Das war jetzt bald ein oder zwei Jahre auf alle Fälle. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Sagard. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Dass man nicht vorankommt. Da vorne kommt schon Sicht. So, 50. Cool, dann haben wir ja. Müssen wir leider noch. So, jetzt kann man anhalten. Jetzt stehen wir richtig drin. So, schon wieder was gesehen hier. Und zwar hier vorne. So ein Gepäckwagen. Und ein Baumarkt-Einkaufswagen. Steig mal hier, jetzt muss ich aus. Das ist wirklich eng hier, ne? Die Bahnsteige hier. Das ist krass. Da muss man schon Profi sein, anhalten. Keine Mahnung hier. Schön. Ein Fahrrad abgestellt. Schön. So. Sieht alles gut aus. Und dann können wir gleich weiterfahren. So. Was haben wir hier bekommen? Rückenkreuz. Ja, das war zu spät gewesen. Naja, gut. Dann ist es halt so. Können wir halt nicht ändern.
einen Schritt am Tag anzugehen. Und mal so langsam zu fahren. Ich habe auch nicht mehr gewöhnt. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Lanken. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Zeit können wir jetzt nicht mehr rausholen. Oh, ist ja eingetaktet in der Zeit, da muss man ja mal sagen. Das ist wirklich Spielraum, dass er uns durchnehmen kann. Ah, auch schön. Das ist so schön eingebaut. Schön, schön, schön. Cool gemacht, ey. Wahrscheinlich auch so in Realität zu sein, ja. War schon cool. Super, ja, so da. Vergiss dich nicht. So. Die Türen auf, ja? Oh, die nehmen tatsächlich hier auch auf. Schön, schön, cooler Bahnsteiger. Sehe ich ihn relativ sogar häufig. Zum Beispiel auf der Strecke von Cottbus nach Forst. In Kleene, das ist auch so ein Bahnhof, ja. Ah, schon cool gemacht, ja. Die Strecke. Muss man mögen. Aber ich mag sowas. Weiter. Nächste Station ist dann Sassnitz. 1,8 Kilometer Endstation. Bitte alle Fahrgäste dann aussteigen. Sehr grüne Signale. So, Auswahl wird 70. 70 fahren. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Sassnitz. Der Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
Fahr mal, Chef. Passieren. Ach, so ein Grün, ja. So. So, sehr schön. Ziel und Endstation, bitte alle aussteigen. Oh cool, da vorne noch gleich Ende. Schick. Schick. Ich denke mal, man wird dann bestimmt gleich einen Kollegen übernehmen und den Zug dann zurückfahren. AFB. Rostock, wahrscheinlich. AFB. So, dann mal die Lichter ausmachen. So, dann ich das aus und. Die Fahrt ist leider nur 13.11, bitte kommen. 13.11 hört. Insassen ist leider nur Kurzwende und keine Pause. Es geht gleich direkt zurück. Melde dich doch, sobald du abfahrbereit bist. Gut, mache ich. Dann bis später. Aha, sehr schön. Aber das machen wir nicht mehr heute. Und ich würde nämlich sagen, das war's jetzt auch von diesem, von dieser wunderschönen Fahrt auf, der Inselbahn Stralsund-Sassnitz. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst es mir ganz gerne wissen mit einem Däumchen nach oben. Abonniert sehr gerne diesen Kanal. Ja, wie gesagt, in der Videobeschreibung sind alle Links zur Strecke, zur Aufgabe und so weiter und so fort. Ja. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao, ciao, euer Schütz.